Ey, ist da die Skinny Bitch? Da ist er! Das ist der Anführer der Ötti-Gang, meine Damen und Herren. Hörst du uns schon? Du musst den Fernseher ausmachen. Hör nur auf Skype. Fernseher aus. Okay. Lautstärke aus. Nein. Okay. Ja, Ziggy, warte, dann höre ich dich jetzt nur noch übers Handy. Okay? Ja, genau. Genau, da hörst du es dann direkt immer. Ja, klar. Wo ist die Gang? Zeig die ganze Gang. Ja, klar. Kommt mal hier rein. Hier. Hallo, Gang. Da sind sie, die Oettingers. Was geht ab? Warte, ich muss Dings machen. Ötti-Fuchs. Den Fuchs, Fuchs. Okay. Den Fuchsi. Wo sollen wir anfangen? Also erstmal, um dich nochmal kurz vorzustellen. Vor kurzem gab es in den Medien, in allen Medien, auch in den großen Medien, gab es den Bericht über einen Rapper, der eine Corona-Challenge gemacht hat. Was hast du unter anderem gemacht? Du hast ein Rolltreppenband über deine Zunge rollen lassen, ne? Also das Ding ist, es wurde dann im Endeffekt nur ein Skandal draus, weil es jemand gerepostet hat. Und ich habe eigentlich schon angefangen mit einer Mülltonne. Dann bin ich in eine Bar rein hier in Schwabing, habe eine Toilette abgeleckt, dann ein Parkautomat. Aber was man öffentlich in den Medien gesehen hat, war dann im Endeffekt ein Ticketautomat von der MVG, eine Rolltreppe und eine Stange in der U-Bahn. Aber warum? Ja, das war eine Mutprobe. Also wenn du mich nicht kennst, ich mache richtig extreme Challenges. Und ja, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich habe gesagt, ich kriege kein Corona, ich habe auch keine Angst vor Corona und habe halt die Sachen abgeleckt, um zu demonstrieren, hey, da passiert nichts und es ist auch nichts passiert. Hast du nicht mal Durchfall bekommen? Nee. Oh Gott, Alter. Also im Grunde hast du irgendwie so einen Bildungsauftrag gehabt bei der Sache, ne? Du wolltest eigentlich nur zeigen... Das ist nicht so schlimm. Also in Zeiten der Panik wollte ich einfach mal so ein bisschen flatten the curve, einfach das alles ein bisschen so entspannen mit der Challenge, aber es ist ziemlich nach hinten losgegangen, wie Moonwalk-Tänzer. Also nur mal zu sagen, er hat eine Challenge gemacht, noch letztes Jahr, die hieß 99 Dinge, die kein Rapper tut. Also richtig. Kein, aber in das K von kein in Dings, die ein Rapper tut, weil er ja auch ein Rapper ist. Okay. Und da sind sehr... skurrile Sachen passiert. Was unter anderem? Erzähl mal, was waren so deine Lieblingschallenges, was du gemacht hast? 99 Dinge. Oh, heftig. Also das Allerschlimmste, was er gemacht hat. Jemand hat sich beschneiden lassen. Er hat sich die Vorhaut von demjenigen geben lassen und die gebraten und gegessen. Kapi. Für mich Mieseste, was du jemals gemacht hast. Ich glaube, ich kann mir vieles angucken. Da habe ich gewirkt. Ich habe gewirkt. Ich habe es mir angeguckt, aber ich habe gewirkt. Ein klassischer Bürger. So einer. Was machst du heute für uns? Was zeigst du uns denn heute? Was zeigst du uns denn heute Schönes? Was hast du denn vorbereitet? Ja, ich habe mir gedacht, ich habe ein bisschen was überlegt natürlich für euch. Also hier, ich schätze dich natürlich sehr, Siggi, und ich habe mir gedacht, ich muss dich irgendwo abholen hier. Und ich habe mir gedacht, ja, jetzt anlässlich der Corona-Challenge denken sicherlich einige, dass ich mit meiner Zunge da die ganzen Sachen abgeleckt habe, dass ich vielleicht dass ich irgendwo vielleicht halt jetzt irgendwelche Krankheiten bekommen habe, also unter anderem bestimmt auch Corona. Und da habe ich mir gedacht, um einfach mal vorbildlich für die Nation vorausdenkend zu handeln, desinfiziere ich mir jetzt einfach mal den Rachen, die Zunge, den ganzen Mundraum, um da halt einfach auch mal ein Zeichen zu setzen, dass die Ötti-Gang auch bewusst mit dem Thema umgeht und da auch Reue zeigt. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich für euch einfach mal die Listerine-Bong. Ich würde jetzt mal hier Niklas Nett bitten. Wenn das gegen irgendwelche Richtlinien verstößt, springt vor die Kamera. Blurt. Kann man das switchen? Ja, warte, Moment. Ja. Geht das? Leute, packen eure Kinder weg. Geht, oder? Ja. Listerine. Ja, das sollte man schon mal durch. Coolment. Ja. Listerine Coolment. Ja. Ja, das muss schon sein. Man muss schon von innen auch mal reinigen. Oder nicht? Übrigens, stell doch mal die anderen beiden auch vor. Und wie man euch erreicht. Meine Damen und Herren,
darf ich ihn vorstellen? Frank Weiß. Jo, Franky! Ja, logisch. Ja, Franky, der Sensible, das ist der Sensible aus der Game. AKA Front Blanc, und da drehe ich hier mal um einmal. Für den guten Sir Niklassen. Ja, klar. Genau. Schick dich ein, Siggi. Das ist der Nachwuchs, Niklas, das ist der Oettingen-Nachwuchs. AKA Sir Nicholson Nettigkeit. Ist so, Bruder, ist so, Bruder. So, also, doch, nimm am besten mal. Hier. So Mundwasser oder was? Ja, ja. Legitimate Test. Comment. Comment. Ich habe extra die Verpackung oben drauf gelassen. Jetzt jagst du mal richtig rein, bitte. Mal ein bisschen ablassen hier. Schieb das rein da. Ja, das geht rein. Das passt. Ist komplett drinnen. Wo kann man euch denn erreichen, Jungs? Also, wenn man was von euch sehen möchte. Was sagst du? Warte mal, ich. Wo kann man denn Dinge von euch sehen? Gib mal hier ein paar Adressen. Ich mache jetzt mir ein Announcement. @ Felix Krull. Felix K-R-U-L-L, Felix Krull, .1731. 1731 ist bei uns das Gangzeichen wie bei 187, aber das neue 187 ist 1731. Ja. Ja, da war schon die eine Flasche zu viel. Ist das eine Internetseite oder was das? Felix Krull. Das ist eine Instagram-Seite. Ach so, alles klar. Felix Krull. Aber ihr könnt auch einfach im Internet Felix Krull eingeben. Alle Wege führen zu Felix. Da war so viel Presse dabei jetzt aktuell. Ja, ich würde sagen, Siggi, nur für dich, nur für diese geile Möglichkeit, die du hier in Deutschland bietest, auch mir unter anderem zu zeigen, hey, ich bin wirklich nachsichtig geworden, einsichtig geworden. Ich sag, hey, Corona-Challenge war ein Riesenscheißdreck. Ich muss mir mal den Mund desinfizieren. Mach das. Aber jetzt! Schieb es rein! Schieb es ordentlich! Ja, klar, rein damit! Oh, ja, shit. Klar! Oh, shit, er ist einfach... Oh, shit! Ja, klar! Oh, shit, oh, shit. Ja, logisch! Ohne Kotzen! Ja, logisch! Ja, logisch! Clemens! Ich muss abbrechen! Ich muss abbrechen! Nein, geh mit der Kamera! Oh shit, das verstößt gegen Richtlinien, ne? Abbruch. Okay, Leute, danke, dass ihr da wart. Die Oetti-Gang, meine Damen und Herren. Wow, viel Spaß. Traumchen, es war ein Traumchen. Die Oetti-Gang, lasst gerne mal ein Follow da. Felix Krull. K-R-U, also Felix, ne? Wie Felix. Und dann K-R-U-L-L. Punkt. 1731. Lass gerne ein Follow da. Geht das rasant ist weiter. Sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde das sehr unterhaltsam.